Ihr kennt alle die Diskussion zu Hause am Küchentisch oder am Armbrutztisch, auf jeden Fall in der Familie. Dass man immer wieder einkaufen geht und denkt, das kann doch eigentlich nicht sein. Was hat mein Mann denn da jetzt schon wieder eingekauft? 150 Euro für den Wochenendeinkauf. Und die Frage von Preissteigerung und Inflation, das ist keine abstrakte mehr für Ökonomen oder für diejenigen, die Kassenbücher zu Hause führen oder diejenigen, die so wenig haben am Ende des Monats, dass sie immer alles nochmal extra nachzählen müssen. Mittlerweile gibt es Diskussionen über Dönerpreisbremsen. Warum? Weil bei unseren Kindern, die immer mal wieder einen Döner essen, weil das alle Menschen in diesem Land tun und Kinder sehr, sehr oft, die haben nicht nur mitbekommen, dass in den letzten Jahren der Dönerpreis von 4 Euro auf 7,50 Euro angestiegen ist. Das, was früher fürs Kino galt oder fürs Schwimmbad, dass manche Kinder gesagt haben, wir können nicht mitkommen, wir können uns das Kino nicht leisten, das gilt heute am Dönerstand. Und das ist eine Herausforderung, der müssen wir uns stellen. Dieses Gefühl, wir können unser Leben, unser ganzes Leben nicht mehr bezahlen. Das ist die Herausforderung unserer Zeit, die wir gemeinsam, und zwar nur gemeinsam, angehen können. Neu, mein kleiner Türke. Spiel mit ihm und lass dich von ihm verwöhnen. Na, mein Lieber, mach ich dir lecker Döner wieder, ja? Kein Problem, Boss. Welche Soße? Keine Soße bitte, Ali. Bitte nur Ketchup. Na klar, dein kleiner Türke zaubert dir alles, was du willst.